Guten Tag und willkommen zurück hier bei Dying Light 2. Wir haben jemanden kennengelernt, und zwar Hakon. Ja, also ich glaube, in einer Welt wie dieser hier, so eine Flagge zu finden, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber interessante Deko. Ich denke, wenn solche Zustände ausbrechen, wird sowas leider niemanden mehr interessieren. Aber gut. Obwohl, vielleicht auch besser so, wenn es niemanden mehr interessiert. Dann kann es auch niemanden geben, der unschöne Dinge sagt. Gut. Aber da will ich gar nicht drauf eingehen, auf solche Sachen. Ich möchte politische Sachen gerne aus meinen Videos raushalten. Weil immer schwierig, solche Themen. Damit zerstreitet man sich meist nur. Also, lassen wir es. Reden. Nette Bude. Gewöhn dich nicht dran. Wir brauchen nicht noch einen Mitbewohner. Vor allem keinen, der uns im Schlaf ausrauben könnte. Weißt du, nicht jeder Pilger ist ein Verbrecher. Mhm. Ihr habt hier eine wirklich schicke Werkstatt. Baut UV-Lampen zusammen, was? Ja. Du solltest nicht hier sein. Hakon setzt hier unsere Ärsche aufs Spiel. Cool. Man kann sich hier auch noch so ein bisschen umschauen. Wir haben zu tun. Wer? Wie heißt sie? Man kann sich auch noch hier so ein bisschen umschauen, während man mit den Leuten redet. Das ist echt geil. Tut mir leid. Hab dich wohl erschreckt, was? Man kann auch so ein bisschen ranzoomen. Gut getan. Wir sind quitt. Jana. Aiden, was ist das hier? Unser Zuhause. Unsere Werkstatt. Sozusagen unsere ganze Welt. Du bist netter als sie. Hey, lass den Scheiß. Ja, Mann, schleim dich nicht ein. Außer mir. Außerdem kann ich besser kämpfen als sie. Also kann ich es mir erlauben, ein bisschen zugänglicher zu sein. Aber ganz so viel umschauen kann man sich auch nicht, weil in anderen Spielen kann man sich dann ja irgendwie so wegdrehen oder so, während die dann einfach nur labern. Das finde ich ja eigentlich ganz geil. Machen, aber das lasse ich lieber. Kapierst du nun, was ich sage, oder soll ich es nochmal wiederholen? Die Stimme passt nicht ganz zu ihr. Aber diese schroffere Art, dieser schroffere Ton, der passt schon irgendwie. Aber die Stimme ist irgendwie, na, weiß ich nicht. Die hört sich ein bisschen älter an. Infizierten Spielkarte. Peak Ass Rama. Okay. Ah, das sind also die Collectibles hier. Ich hatte ja schon, ich weiß jetzt gar nicht mehr in welchem Part. Auf jeden Fall habe ich in irgendeinem Part gesagt, es gab ja im ersten Teil diese Zombie-Statuen. Beziehungsweise dann in der... Ja, Mann, mega geil. In der nachfolgenden... Ja, okay. Ich sag's gleich. Na, ich muss dahin. Pech gehabt. Der einzige Weg führt durch den Tunnel. Sie beschützen ihn, als wäre es ein Portal nach Valhalla. Fast unmöglich, da durchzukommen. Wie komme ich zum Tunnel? Kannst du mir helfen, dorthin zu gelangen? Hat das Auswirkungen, was wir wählen? Weil das eine ist weiß und das eine ist gelb. Fragen einfach mal, wie komme ich zum Tunnel? Wo ist der Tunnel? Nicht so schnell, Cowboy. Ohne Biomarker kommst du nicht weit. Du bist eine Gefahr für jeden. Und du hast ja schon gesehen, wie die Leute in Villedor auf Gefahren reagieren. Ja. Gelb, um weiterzukommen. Okay, das ist geil. Das ist geil, weil dann kann man erstmal die ganzen anderen Sachen auschecken, bevor man dann halt das nimmt, was einen weiterleitet. Das ist cool. Kannst du mir helfen? Offensichtlich kennst du dich in der Stadt aus. Ich habe hier schon gelebt, bevor die Welt den Bach untergegangen ist. Ich könnte helfen. Aber du brauchst einen Biomarker. Ohne kommst du nicht weit.
Ja, und wo kriegen wir ihn jetzt her? Von ziemlich weit her, oder? Ungefähr 2000 Kilometer. Er hat doch schon 1000 Mal gesagt, ja, oh, wir könnten einen besorgen. Wieso hast du dich noch nicht infiziert? Na, ganz einfach, hab mich nicht beißen lassen. Hier ist es anders. Hier ist jeder infiziert. Schon von Haran gehört. Billetor wurde auch isoliert. Sie haben Mauern gebaut, uns eingesperrt. Aber genau das hat uns gerettet. Und woher bekommt man einen Biomarker? Ah, die kriegst du nicht. Außer man kennt die richtigen Leute. Und das tue ich. Gehen wir. Ach übrigens, okay. Ich bin Hakon. Ich dachte gerade schon, er meint erstmal so, schön, dich zu treffen, Aiden. Ich weiß, wo wir einen herbekommen. Ja, und woher kriegen wir den? Ja, gar nicht. Willkommen. Hä? Im Paradies. Alles klar. Etwas komisch, wie wir hergekommen sind. Einfach durch so eine Untergrundpassage irgendwie. So richtig random. Obwohl die hier ja meinen, dass die mega vorsichtig sind und so. Und da müssten die solche Passagen doch eigentlich verriegeln. Damit da keine Viecher durchkommen. Weil wir sind ja aus irgendeiner so einer scheiß Kanalisation gekommen oder so. Und das war einfach vollkommen offen. Wir konnten an der Treppe hochgehen. Du hast es offensichtlich drauf. Und ich war beim Militär. Ah. Spezialeinheit. Und die... 7 Jahre lang. Ja, keine Ahnung. Das war einfach offen. Wir konnten da durchlaufen. Wurde wegen Befehlsverweigerung und Infizierte, ja, die können wahrscheinlich auch da einfach lang. Und beachtlich übrigens, wie weit wir springen können. Wurde wegen Befehlsverweigerung rausgeworfen und die haben mein Konto gesperrt. Ja, was? Wurde schließlich Taxifahrer. Autsch, hat er auch schon gesagt. Wie tief die Mächtigen doch gesunken sind. Halt's Maul, immerhin kenne ich mich in der Stadt aus. Was? Komm schon. Was zum Teufel ist hier gerade passiert? Du bist zu schwach. Ohne Hemmstoff hältst du nicht lange durch. Habe ich nicht alles zerschlagen, als du mir das letztes Mal gegeben hast? Das war nur das erste Mal. Aber es wird besser, wenn du überlebst, versteht sich. Mich verarschen? Kann er mal die Leiter runterpacken? Heißt das, ich hätte draufgehen können? Dankeschön. Wenn ich dir nicht gegeben hätte, wärst du so oder so gestorben. Ja, nochmal zu den Collectibles. Ich habe ja schon im ersten, nicht im ersten Part, ich habe ja schon gesagt, in irgendeinem Part, dass es im ersten Teil Collectibles gab, und zwar die Zombie-Statuen, beziehungsweise dann hinterher in der Nachfolgegeschichte gab es dann diese Auto-Statuen. Und hier sind anscheinend, vielleicht sogar unter anderem, die Karten. Vielleicht gibt es ja noch mehr, wissen wir ja nicht. Also, warum hilfst du mir? Ich weiß, dass die Leute in der Regel Angst vor euch haben. Hm. Aber mir hat ein Pilger mal das Leben gerettet. Ich war mal ein Pilger. Jetzt bin ich infiziert. Reisen wird in Zukunft sehr viel anstrengender. Dann herzlich willkommen zu deinem Neubeginn, mein Freund. Sieh dich um. Das sind Schatzkisten. Meist ist da echt gutes Zeug drin. Schau's dir an. Ich warte. Okay. Halten Sie beim Durchqueren von Villedor nach Dachain in Ausschau. Sorry. Stellen mit dichtem Pflanzenwuchs, erkennbar an großen gelben Bäumen. Okay, wenn die so markiert sind mit Bäumen, dann scheinen die ja echt sehr easy ausfindbar machen zu sein. Ja gut, schauen wir später alles. Sind eine gute Quelle für Honig, Kamille und andere Ressourcen, die sie zur Herstellung von Arznei und anderen Verbrauchsgegenständen verwenden können. Bei Bedarf besteht auch die Chance, dort ein paar vergessene Waffen zu finden. Alles klar. Oh, man kann übrigens, man braucht nicht Enter drücken, habe ich gerade gemerkt. Man kann auch Leertaste drücken. Ja, komm. In anderen Spielen muss ich einfach immer nur kurz drücken. Ah, okay, hier musste man jetzt auch nur kurz drücken. Manchmal muss man hier gedrückt halten. Etwas komisch. Na gut. Das hier noch was? Ne, ist einfach nur irgendeine komische Box. Ah, das war's aber auch schon, wie es aussieht.
Ja, ist eine... Ah, okay. Hier ist noch was. Was ist das? Okay. Kristalle. Die hat wohl jemand hier versteckt. Die entstanden nach dem Abwurf der Chemikalien. Manche glauben, sie verzögern eine Infektion. Dummer Aberglaube. Du sammelst sie also nicht ein? Doch, klar. Abergläubische zahlen sehr gut dafür. Und Geld nehme ich ja immer gerne. Es gibt eine besondere Kiste, ja, okay, auf die ich abgesehen habe. Komm mit, ich zeig's dir. Ein Drop? Airdrop? Safe einen Airdrop, oder? Im ersten Teil gab's ja immer so Kisten, die vom Himmel geworfen wurden. Und ich habe schon mitbekommen, dass es die hier wohl auch geben soll. Also wird er uns wahrscheinlich jetzt zum Airdrop führen. Gehe ich mal von aus, weil ich meine, wir sind ja quasi noch so ein bisschen im Tutorial. Stopp! Und ich schätze mal... Habt ihr also eine Armee? Die Peacekeeper. Die behandeln die Leute auch so. Die behandeln Leute wie? Hüte dich vor denen. Die bewachen den Tunnel, durch den du willst. Okay. Ja, kommen mir schon irgendwie bekannt vor. Ich hab ein paar harte Kerle getroffen, die von der neuen Ordnung gesprochen haben. Aber sah für mich genauso aus wie der alte Scheiß. Ja, hier ist es genauso. Und die PKs werden schlimmer. Okay. Erzähl mir mehr über sie. Sie betrachten sich selbst als rechtschaffene Beschützer. Sie sind gut im Töten von Infizierten. Das muss man ihnen lassen. Mhm. Sehr effektive Killer. Ja, aber diese Rechtschaffenheit hat einen Preis. Vergiss das nie. Entweder du hältst dich an ihre Regeln oder du bist erledigt. Dieser Schutz für den Bazar fühlt sich mehr wie eine Besatzung an. Alles klar, und ich gehe auch mal davon aus, dass die jetzt die Kiste haben, die er haben will. Kann das sein? Ich werde vorsichtig Aber sein. Gut. Gut, auch wenn das vielleicht nichts bringt. Die PKs sind Man muss sich auch ein bisschen... bringen ziemliche Unruhe in den Bazar. Der Bazar ist ein Pulverfass, ein kleiner Funke genügt und es geht hoch. Man muss sich auch ein bisschen dankbar zeigen. Aha. Gehen wir? Du wolltest mir etwas zeigen. Klar, mir nach. Die Musik auf jeden Fall wieder ultra atmosphärisch, passt sehr gut. Oder komm, das lassen wir. Passt sehr gut zu der ganzen. Oh, Alter, wie knapp. Also wir müssen die den Parkour-Skill auf jeden Fall noch aufleveln. Ja, es passt sehr gut zu der Umgebung, zu der Szene und so weiter. Echt nice. Hoffentlich erwartet uns keine Überraschung. Sind diese gelben Balken immer da, wo man hoch kann? Sie werden bald aufwachen. Schnell, öffne die Kiste. Oder... Es wird mal dunkel. Ja. Was? Was tust du? Tust du, Aiden? Holen wir uns deinen Biomarker. Scheiße. RIP. Diebe. Warte. Nein, lass nur. Wenn du an dem Schloss rumspielst, ist eh alles für den Arsch. Reicht das für einen Biomarker? Wo hast du das denn her? Ich kenne diese Stadt besser als die meisten, aber selbst ich habe seit Jahren keine funktionierende GRE-Ausrüstung mehr gesehen. Ja, komm, er hat uns geholfen. Ihm können wir, denke ich mal, vertrauen. Kann nicht viel dazu sagen, aber Dylan, ein ehemaliger GRE-Wissenschaftler, hat's mir gegeben. Ein Typ namens Waltz hat ihn getötet. Bevor er starb, hat er mir den Schlüssel gegeben, damit Waltz ihn nicht bekommt. Scheinbar enthält er viele wichtige Informationen. Ich hoffe, ich finde mir am Fischauge heraus. Das ist der Schlüssel. Wir werden's ja sehen, stimmt's?
Scheiße! Wir haben zu lange gebraucht. Plan B, lauf um dein Leben. Ja, weiß ich nicht, ob wir es ihm dann hätten erzählen sollen. Aber ich denke, das sollte fit gehen. Aiden! Bist du da? Mir geht's gut, glaube ich. Wir brauchen eine UV-Lampe. Der Bazar. Das können wir schaffen. Mir nach. Beeilung! Alles klar. Boah, wie er da runterspringt, Alter, wie Spider-Man. Cool. UV-Lampe. UV-Licht ist nachts ein Symbol der Sicherheit. Es ist das, ist der einzig sichere Schutz vor den Infizierten. Achten Sie daher darauf, wenn Sie verfolgt werden. Halten Sie Q, okay, halten Sie Q gedrückt, um Ihren Überlebenssinn zu verwenden. Ja, das weiß ich ja. Und die nächstgelegene Quelle von UV-Licht bei Nacht mit dem, ja, UV-Licht-Symbol zu markieren. Alles klar. Ich hoffe übrigens, es gibt nicht allzu viele von diesen Tutorial-Textpassagen. Eigentlich würde ich gerne alles vorlesen. Und ich hoffe, da steht wirklich nur das Wichtigste und dass es hinterher dann echt nicht mehr so viele davon gibt. Aber gut, wir sind auch erst im vierten Part. Es wird noch alles vernünftig erklärt. Hä, was? Nur noch ein kleines Stück. Okay, ich probiere das nochmal kurz. Wir hatten keine Ausdauer mehr, ne? Aber ich glaube, man hält sich automatisch fest. Aufmachen! Hallo! Geh ins Licht! Hakon, Na los, macht auf, schnell! Hakon, da kommt ein Heuler. Biomarker. Keine Zeit. Uns hängt ein Heuler am Arsch. Biomarker. Hörst du nicht? Hinter uns! Ich sagte Biomarker. Hier. Und seiner? Er gehört zu mir. Ich muss seinen Biomarker sehen. Lass uns wenigstens erstmal rein. Ich muss seinen Biomarker sehen. Wie wär's mit Elektronik, hä? Arschloch. Doch, er lässt uns rein. Mach auf! Ich denke, das ist ultra viel wert. Der Scheiß. What? Du verdammtes Schwein! Er lässt uns doch nicht rein. Ja, doch, wahrscheinlich gleich, ne? Nicht? Okay, die haben's ja... Alter! Die meint's ja richtig ernst mit den scheiß Biomarkern. Aber gut, in so einer Welt muss man vorsichtig sein. Ja, ich hätte es fast gefailt, aber... Ich hab's noch hinbekommen. Hallo, geh hoch! Block mich nicht, Mann! Ich eben nicht hoch konnte, weil er... Da rumstand, Alter. Komm. Nehmen wir den Scheiß schon mal raus. Reden. Okay. Ja, versuche ich. kann ich fighten? Ja, versuch ich doch. Ich bin hier in dieser Scheiße gefangen. Okay, nice. Nein, hau ab. Alter. Ich denke, mit richtig scharfen Waffen können wir... Oh, scheiße. Ich denke, mit richtig scharfen Waffen können wir die noch köpfen, die Zombies. Das glaube ich nicht. Ärger kommt selten allein. Ja, eben. Also wenn hier so fett Krach gemacht wird von den Viechern, ich denke nicht, dass da nur so 2-3 Zombies dann kommen. Oh ja, Mann. Holy shit. Holy shit. An der Stelle nochmal... Alter,
An der Stelle nochmal ab 18, ne? Ab 18, Leute. Glaub schon. Hilf mir. Wobei soll ich denn... Piss dich. Soll ich ihm helfen, die Tür aufzutreten oder was? Ach du Scheiße. Alles klar. Oder auch mehr als Zeit, Alter. Verdammt doch mal, Killian. Hättest ruhig noch warten können. Hätte ich fast. Wollt aber morgen früh nicht eure Eingeweide von meiner Türschwelle kratzen. Sie sind abgehauen, das könnt ihr jetzt auch. Oh, komm schon. Jetzt sei nicht so ein Arsch. Schau mal, hier. Woher hast du... Das ist selten. Lass uns rein, oder es wird noch seltener. Eben. Und wer ist das? Lass uns reinen Tisch machen. Ich möchte mir hier einen vernünftigen Ruf aufbauen und den Ruf der Pilger erneuern. Du bist neu hier, stimmt's? Wie bist du in die Stadt gekommen? Ich erzähle dir alles, wenn du uns reinlässt. Ja. Ich habe mal auf einen Pilger gewartet. Er sollte... Ach, vergiss es. Ist jetzt egal. Hm? Nein, ist nicht. Vielleicht können wir ihm helfen. Was hast du vor, Harker? War vernünftig. Nicht so wie irgendein Betrüger. Er hat überlebt. Bist du wahnsinnig? Er braucht einen Biomarker. Hab keinen. Blödsinn. Wirklich. Oh Mann, du Arsch. Jetzt Krankenhaus also. Das wollte ich uns ersparen. Immer auf der Suche nach dem einfachsten Weg, wahrscheinlich. Ich brauche nur eine UV-Lampe. Boah, ich glaube, ich... Komm zurück. Halt die Stellung. Harkon, ich glaube, ich mache gleich die Untertitel aus. Wir haben Leuten doch immer geholfen. Es triggert mich so hart, echt? Dass sie nicht aber du übereinstimmen. Nicht. Bleib hier ohne Witz. Mit der Lampe und ruh dich aus. Und hör nicht auf diesen Idioten. Okay. Bevor es weitergeht, mache ich jetzt erstmal die Untertitel aus, weil... Nee, Alter, sorry, aber es geht... Das geht gar nicht. Das geht wirklich gar nicht. Nee, wo ist das jetzt? Bei Spiel wahrscheinlich, ne? Untertitel da. Nein, aus. Das nervt so hart. Man möchte so nebenbei so ein bisschen die Untertitel lesen. Und es geht einfach nicht. Weil, wenn man sich das anhört und die Untertitel dann anders sind, man kann sich nicht vernünftig konzentrieren dabei. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als wir den Leuten noch geholfen haben? Klar erinnere ich mich, Idiot. Ich dachte gerade so, hä, was ist mit seiner Stimme los? Aber hat ihn einfach nachgemacht. Ein Taxifahrer und Mutter Theresa in einem. Du konntest kochen. Und alle haben gesagt, dass du das machen sollst. Ja, gedreckt. Einfach direkt abgezogen, nachdem ich reingekommen bin. Keine Probleme. Hat da oben? Oben schläft er dann? Nicht wirklich... Nicht wirklich gemütlich aus, muss ich sagen, aber... Ah, da ist eine Matratze. Okay. Das wäre einfach nur so ein Brett an der Wand festgeschraubt. So eine Konstruktion irgendwie. Spielerversteck? Ah, nice. Okay, wir haben hier jetzt eine Sicherheitszone freigeschaltet anscheinend. Alles klar. Und dann schauen wir mal. Grobe Machete. Wo haben wir die denn? Was? Wo haben wir die? Und die anderen... Okay. Weiß nicht, sollen wir die da alle reinstopfen? Also die, ach nee, das sind Zigaretten. Boah, bin ich blöd.
So, hier oben. Ach, bei Verbrauchsgegenstände. Okay, okay, okay. Dann ist Verschiedenes anscheinend einfach nur irgendwie was zum Handeln oder zum Craften. Irgendwie sowas. Einen infizierten Trophäe. Siegesbeweis über einen seltenen Infizierten. Okay. Okay, okay, okay. Ja gut, dann werden die wahrscheinlich noch irgendwie zum Traden oder zum, wenn es ein Reputation-System gibt, wahrscheinlich zum Aufwerten davon benötigt. Interessant. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, was das Ganze noch bringt. Ach so, einen Moment. Ah, hier steht auch, wie viele Sachen wir tragen können. Ja, also immer schön alles hier reinstopfen. Das Leben wäre einfacher gewesen. Keine Nightrunner, keine Harkons, keine Probleme. Okay, ja gut, wie du meinst, Alter. Aber nein, du wolltest mehr. Verdammte höhere Zwecke, oder? Dabei könntest du einfach... Hallo? ...kochen. Wie cool. Er redet erstmal zu Ende und dreht sich dann erst zu einem hin. Und er redet, also er bewegt seinen Mund auch noch währenddessen. Das ist cool. Das ist cool. Du und Hakon, kennt ihr euch schon lang? So lang. Wahrscheinlich, ne? Ja. Was meinte er, als er sagte, ihr habt früher den Leuten geholfen? Wir waren beide in einer Spezial... Das ist jetzt auch egal. Ist Vergangenheit. Ja, aber Militär wahrscheinlich, ne? Was ist falsch daran, dass Hakon mir Hemmstoff gegeben hat? Bringt die meisten in wenigen Sekunden um. Das ist eine echt harte Droge. Die meisten verkraften das nicht. Okay. Ich hab überlebt. Ich sagte, die meisten. Also bilde dir nichts drauf ein. Sei einfach nur vorsichtig damit. Was? Biomarker. Warum kommt man da so schwer ran? Weil das komplizierte Geräte sind. Die Fabriken, die die Teile hergestellt haben, sind schon seit Jahren außer Betrieb. Biomarker sind mit deinem Blut verbunden. Wenn einer synchronisiert wurde, kann er von niemandem anderem mehr benutzt werden. Ohne sie hat die Infektion freie Bahn. Genau wie bei dir. Okay. Zum Glück haben Hakon und ich einen Ort gefunden, an dem man noch welche herstellen kann. Oh. Oh, das ist geil. Okay. Ja, im Bett wahrscheinlich. Also, dumme Frage. Also nicht in seinen, halt da beim Spielerversteck gerade. Ne? Ich wollte noch irgendwas dazu sagen, bevor er gleich wieder loslabert. Scheiße, Alter, ultra vergessen. Wo kann ich mich ausruhen? Du bist neu in der Stadt. Was hat dich hierher getrieben? Das ist hier nicht das gelobte Land. Ganz im Gegenteil. Ich muss zum Fischauge. Und Hakon hilft dir dabei? Anscheinend. Du wirkst wie ein netter Kerl, aber... Hör auf meinen Rat. Vertrau nicht jedem, der dahergelaufen kommt. Scheiße, woher willst du wissen, ob du mir vertrauen kannst? Tu ich nicht. Aber okay, Hakon hat mein Leben gerettet. Geh schlafen. Das muss was wert sein. Können wir ohnehin nichts machen. Er wird wahrscheinlich von uns etwas wollen. Klar. Aber wäre er nicht da gewesen, könnten wir einfach gar nichts mehr machen. Das wär's gewesen. Wir wären da elendig verreckt an diesem Scheißstrick. Also können wir uns ihm gegenüber auch ein bisschen dankbar zeigen. Hast du Angst, hier einzuschlafen? Brauchst du nicht. Zumindest heute nicht. Okay. Hast du etwa Angst, hier einzuschlafen? Nein, aber ich bin noch am Überlegen, was er... Zumindest heute nicht. Sei ruhig. Bin noch am Überlegen, was er eben gesagt hat. Worüber wir mit ihm geredet haben. Über Biomarker und da mit den... Besuch hatte ich nicht gerechnet. Und außerdem habe ich Riesenhunger. Also glaub nicht, du kriegst was ab. Ja. Über Biomarker und über die, Mit Besuch hatte ich nicht... Mann, jetzt lass mich doch mal nachdenken, Alter. Du kriegst was ab.
ohne Witz. Über den Hemmstoff hatten wir auch geredet. Und über das Militärdingen, ne? Hast du etwa Angst, ich würde mal interessieren, was zwischen denen da los war. Was die beim Militär so gemacht haben. Vielleicht haben die in Haran noch geholfen? Such mich. Ja, dann ist los. Witzig. Hast du es geschafft? Achso. Biomarker sind im CHI-Krankenhaus. Ich bin fast da, aber um das durchzuziehen, brauche ich dich hier. Ja. Wohin soll ich gehen? Wenn du mit dem Rücken an Killians Tür stehst, schaust du genau drauf. Bleib dran. Geh mal von dieser Tür hier aus, aber können ja auch die gemeint sein. Also... Gut. Und Tagebuch eines Night Runners. Artefakt Sammelobjekt. Also es gibt tatsächlich noch mehr Sammelobjekte und nicht nur die Karten. Und ich bin auch gespannt, ob es diese Hindernisparcours wieder geben wird. So wie im ersten Teil, dass man durch die Stadt parkouren kann. Das wäre echt cool. Also Challenge, wenn es da so Challenges gibt. Um sie Tee, um ihre Taschenlampe auszurüsten. Warum wird mir das jetzt erst jetzt gesagt? Wie lange habe ich die schon? Wahrscheinlich erst seit gerade, wenn mir das vorher noch nicht gesagt wurde, aber ja, gut. Nachts wimmelt es in der Stadt nur so von Infizierten. Um sicher zu bleiben, nutzen sie für ihren Weg durch die Stadt vor allem die Dächer. Vermeiden sie auf der Straßenebene unbedingt die Heuler. Wenn Heuler sie sehen, werden sie die anderen warnen und die Jagd beginnt. Achten sie während der Jagd auf Verstecke auf den Dächern oder verstecken sie sich im Licht von UV-Strahlen. Mann, ich kann nicht mehr reden. Von von UV-Scheinwerfern. Aber gut, dass ich nicht mehr reden kann, ist vollkommen egal. Ich wollte jetzt hier sowieso... Ja. Ist ja gut. Mit denen will ich mich nicht mehr so schnell anlegen. Ja. Ist egal, dass ich nicht mehr richtig reden kann. Denn ich... Mann... Dass die uns so auf den Sack gehen. Es wird durchgehend irgendwas gelabert. Du hast Kinder? Tut mir leid. Ist okay. Welcher normale Mensch will in so einer Welt schon Kinder haben? Ja, stimmt auch wieder. Gut, ich pausiere das Ganze mal, weil ich denke, dass die Dialoge dazu da sind, um die Zeit ein bisschen zu überbrücken, während man einfach nur irgendwo hinläuft. Echt coole Idee. Und dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Schalt gerne im nächsten Part wieder ein, wenn es wieder mit Dying Light 2 losgeht. Ich hoffe, wir kommen so langsam mal ein bisschen in tatsächliches Gameplay, weil das war ja alles noch so Tutorial-lastig, aber ich denke, spätestens wenn wir einen Biomarker haben, dann sollte es so richtig losgehen. Ich freue mich schon drauf, lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt, und sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis demnächst und ciao.